Hallo, ich bin Joel Martin und ich komme aus dem Kanton Basel-Stadt. In meiner Wettbewerbsarbeit für Schweizer Jugend forscht habe ich untersucht, ob eine ökologische Pflanzenkläranlage eine geeignete Alternative zur konventionellen Abwasserreinigung bezüglich antibiotikaresistenter Bakterien darstellt. Antibiotikaresistente Bakterien stellen ein großes Risiko für uns Menschen dar. Durch das Abwasser kommen alle möglichen Resistenzgene und Antibiotika in den Kläranlagen zusammen. Dort bildet sich eine Brutstätte für resistente Bakterien. Das gereinigte Abwasser gelangt nach der Reinigung in die Gewässer und weiter zu uns Menschen. Im Rahmen meiner Arbeit wurde untersucht, wie viele resistente Bakterien die Pflanzenkläranlage im Vergleich zur konventionellen Kläranlage aufweist. Die Bakterien der Proben wurden dafür gezielt auf eine Antibiotikaresistenz getestet. Die Resultate zeigen zwar, dass die konventionelle Kläranlage mehr antibiotikaresistente Bakterien aufweist als die Pflanzenkläranlage, doch wenn man berücksichtigt, dass der Unterschied der Menge an gereinigtem Abwasser der konventionellen Kläranlage und der Pflanzenkläranlage fast 1 zu 140 beträgt, ist es eindeutig, dass die Pflanzenkläranlage pro Person deutlich mehr antibiotikaresistente Bakterien aufweist. Abschließend kann ich sagen, dass die Pflanzenkläranlage in Bezug auf antibiotikaresistente Bakterien keine gute Alternative zur konventionellen Abwasserreinigung darstellt.